Der braune Hund nach Richard Jörg Niedler, gelesen bei Mike Ciporco. Kapitel 1. Es war Sonntag, der 31. Februar, als Dieter schlaftrunken auf seinem Küchenboden erwachte. Der Küchenboden war weiß gekachelt und steinhart. Die Verlegung der Fliesen war damals keine günstige Angelegenheit gewesen. Dieter hatte schlecht geschlafen. Dabei bildete der Tisch über ihm einen provisorischen Mückenschutz. Es war Sommer. Er lag gestreckt auf dem Rücken unter seinem Holztisch in der 10 Quadratmeter Küche, die Arme verschränkt als Kopfkissen unter sich. Er starrte auf die Tischplatte. Neben ihm auf dem Fußboden lagen zwei zersprungene Eier, Größe M. Bio-Eier. Dieter fror ein wenig, lag jedoch fast nackt auf den kalten Fliesen. Hätte er das gewusst, hätte er ein Handtuch unter sich platziert. Es war die erste Sommernacht gewesen, Dieter hatte nicht mit solch einer Kälte gerechnet. Vielleicht hatte die Übernachtung eine Erkältung zur Folge. Er hoffte nicht. Es war schwierig, sich wegen selbstverschuldeter Erkältung bei der Arbeit abzumelden. Kapitel 2. Dieter brummte der Kopf. Er litt spürbar unter Schlafentzug. Er bedauerte wirklich, nicht in seinem Bett geschlafen zu haben. Jedoch hatte es der Schimmel in seinem Schlafzimmer geschafft, ihn davon abzuhalten. Er war Samstag extra früh ins Bett, beziehungsweise auf den Boden gegangen, um genügend Zeit zu haben, sich an die ungewohnte Schlafsituation zu gewöhnen. Als er um 2 Uhr morgens immer noch nicht eingeschlafen war, richtete er sich auf und stieß sich an der Tischplatte den Schädel. Er ärgerte sich kurz über sich selber. Weil er schon in der Küche war, wollte er sich 2 Spiegeleier machen. Zumindest war das sein Plan gewesen. Die Eier allerdings fielen ihm vor Kopflosigkeit aus der Hand. So lag er da, halbnackt, frierend, neben sich 2 Spiegeleier förmig aufgekommene Eier. Jetzt war es jedenfalls 11.50 Uhr. Dieter hatte verschlafen. Er sollte seit 8 Uhr in der Schule sein. Dieter war 23 Jahre alt und machte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Immer wieder sonntags musste er zur Berufsschule. Insgeheim freute sich Dieter, zu Hause bleiben zu können. Zufälligerweise war auch verkaufsoffener Sonntag. Also beschloss Dieter am Nachmittag einige Erledigungen zu machen. Vorsichtigerweise, sich nicht den Kopf stoßend, krabbelte Dieter unter dem Tisch hervor und bewegte sich aus dem Schlafzimmer. Dort öffnete er den Kleiderschrank und kleidete sich fein ein. Kapitel 3. Letztendlich trug er eine quietschrote Hose, dazu einen grünen Pullover und ein weißes Paar Nike-Turnschuhe. Rot und grün bildeten einen Komplementärkontrast. Das hatte Dieter mal in der Schule gelernt. Die Turnschuhe unterstrichen Dieters sportliches Erscheinungsbild. Er stellte sich vor den Spiegel und posierte in sexy Pose. Er hatte ganz vergessen, wie heiß er doch aussah. Er fasste sich an die Nase und verbrannte sich. Er war sonst nicht so narzisstisch. Eitel wie Dieter war, begab er sich ins Badezimmer und zupfte sich die Augenbrauen. Gleich darauf schaute er auf die Uhr. 12.30 Uhr. Genau die richtige Zeit für eine Tiefkühlpizza. Während die Pizza vor sich hinschmorte, besorgte Dieter vorausschauend Einkaufstaschen und einen Pfandbeutel. Es sollte kein Großeinkauf werden. Er aß gemütlich die frische Salami-Pizza, die er extra mit fettarmem Käse belegt hatte. Dann lief Dieter die Treppe runter, des Wohnblocks nach unten. Er wohnte im obersten Stock. Diese Gegebenheit unterstützte Dieters Fitnesswahn. Wahrscheinlich war er extra wegen dieser sportlichen Aspekte dort eingezogen. Gleich am Fahrbahnrand stand Dieters Fiat Panda. Dieser wirkte sportlich wie Dieter selber.
Das Auto war mit Rallye-Streifen überzogen. Er bestieg das Auto. Dann fuhr er zum nächstgelegenen Einzelhandel. Dies brauchte nur 2 Minuten. Der Einzelhandel war 50 Meter von ihm entfernt. Dieter freute sich darüber, dass er für sich einen neuen Rekord gebrochen hatte, mit Hinfahrt ankommen, aussteigen und Wagen holen. Dafür hatte er nur 2,5 Minuten gebraucht. Gut gelaunt, die grauenhafte Nacht fast vergessen zu haben, schob Dieter den Einkaufswagen durch die automatische Schiebetür ins Geschäft hinein. Der Laden war kaum besucht. Es war alles wie immer. Wie immer. Dieter begann, Waren in den Wagen zu räumen. Eine Milch hier, ein paar Eier dort und so weiter und so fort. Doch wo standen die Eier? Musste Dieter als angehender Einzelkaufmann nicht bestens wissen, wo die Eier zu finden waren? Dieter wusste es nicht. Sein Blick fiel auf einen dickeren alten Mann, der gerade eine Packung Käse in seinen Wagen hob. Shit. Dieter dachte nach. Er war recht schüchtern. Könnte dieser gut aussehende Mann ihm vielleicht weiterhelfen? Dieter nahm all seinen Mut zusammen. Passende Worte hatte er sich schon auf seiner Zunge zurechtgelegt. Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht sagen, wo die Eier stehen? Aber selbstverständlich. Junge Lustknabe. Der Gang geradeaus und dann auf der linken Seite. Plötzlich hatte Dieter Schmetterlinge im Bauch, was eigentlich nicht gesund ist. Er stand auf ältere, dicke, breite Männer. Es platzt wie ein platzender Reifen, sieht er aus. Ich bin übrigens Schriftsteller und schreibe gerade ein Telefonbuch. Dürfte ich vielleicht auch Ihre Nummer haben? Gab Dieter von mir sich. Bist du schwund oder was? Fragte der attraktive 43-jährige Detlef. Aua, dieser scheiß Stein! Geschockt. Genau genommen, ja. Ich finde dich äußerst geil, sagte Dieter. Ehrlich. Eigentlich bin ich ja eher der Typ, der Frauen schnellt. Aber bei dir, wo du schon so gut aussiehst, mache ich mal eine Aufnahme. Ausnahme. Vielleicht entwickelt sich da ja noch was. Ich habe in die Richtung noch keine Erfahrung gemacht. Da bin ich schon steinalt, führte Detlef aus. Kurzerhand hatten sie ihre Nummern ausgetauscht. Ha! Ey! Legten sogar ein Date auf Samstagabend bei Detlef fest. Beim verbleibenden Einkaufs warfen sie sich ständig verliebte Blicke zu. Dieter bezahlte seine Einkäufe und fuhr stoßlangs nach Hause. Da er den Namen des sexy 43-Jährigen nicht rausgekriegt hatte, wollte er sich an seinem Computer hängen. Oder vielleicht auch an seinem Computer erhängen. Er googelte auf Facebook: Geiler Mann, Mitte 40. Kam aber zu keinem Ergebnis. Oh. Dieter war enttäuscht. Dennoch freute er sich auf das Date Samstagabend. Oder so. Bloß keine Absage, dachte sich Dieter. Der 43-Jährige war schließlich nicht gay. Kapitel 4. Dieter klappte den Laptop zusammen. Hallo, Marcel Davis. Er erholte sich für wenige Minuten in seinem Bett, wanderte dann in die Küche auf und ab. Es war schon 17 Uhr. Das ist doch noch nicht spät, Leute. Schimmelentferner zu besorgen, das war ihm jetzt zu kurzfristig. Beinahe rutschte er beim um den Tisch laufen aus. Auf einem Ei! Die Eier, die er immer noch nicht in seiner Hose hatte, entschuldige, die er immer noch nicht vom Boden aufgewischt hatte. Oder so. Dieter hatte kein Gefühl für Ordnung und Sauberkeit. Er bückte sich und wischte endlich die Eier vom Boden auf. Dieter beschloss, Fernsehen zu sehen.
suchte er. Der Fernseher war in sein Schlafzimmer. Also ließ er es bleiben. Heilige Scheiße! Er dachte kurz darüber nach, über die Nächte auf dem Küchenboden Tagebuch zu führen. Er nahm sich vor, Montag einen Schimmelentferner bei seinem Marx mitzunehmen. Er freute sich darüber, nur noch eine letzte Nacht auf dem Küchenboden schlafen zu müssen. Hoffentlich würde der geile 43-Jährige ein ausgiebiges Bett besitzen. Heilige Scheiße! Es war 18 Uhr, also eine Stunde später als bevor es 17 Uhr war. Der Abwasch war gemacht. Die Wohnung war einigermaßen scheiße und aufgeräumt. Und Dieter war müde, also sprach nichts dagegen. Sich jetzt schon aufs Ohr zu hauen. Aua, das muss doch wehtun! Oder nicht? Ah, ich stelle mir vor, dass ich mich wehtut. Montag musste er ja auch arbeiten. Er musste fit sein wie eh und je. Er zog sich aus. So, meine Süße, zieh dich jetzt aus. Und deckte sich mit einem Handtuch bedeckt unter den Küchentisch. Er schlief sofort ein. Als er aufwachte, war es bereits Samstag. Da er sein Gehalt bekommen hatte, wollte er mit der S-Bahn zu dem 43-jährigen Topmodel fahren. Bitch! Kapitel 5. Es war Samstag, der 7. März, 18 Uhr am Abend. Scheiße, die haben die Zeitreise erfunden. Die haben die Zeitreise erfunden! Egal. Dieter machte sich dran, sich schick anzuziehen. Sollte er im Anzug erscheinen? Oder vielleicht im Aufzug oder im Anzug? Nee, das wäre definitiv too much. Also zog er, seine Sportlichkeit unterstreichend, einen lässigen Jogginganzug an. Dieter ging mit der Rose in die Hand und mit seinem Domina-Equipment in einem Metallkoffer, so wie er sieht, wie sie ihn bei Schlag den Rab auch haben, die Treppe hinunter zur S-Bahn-Station. Die Fahrt sollte 2 Euro kosten. Mann, das ist ja sogar billiger als Dieter. Was deutlich machte, wie dicht der 43-jährige geile Hengst an Dieter wohnte. Eigentlich hätte Dieter diese Strecke auch zu Fuß gehen können. Warum macht er es nicht? Aber durch die letzten Nächte hatte er genug Stress gelitten. Ja. Gestern, Freitag also, war er erst dazu gekommen, mit Schimmelentferner-Spray, wer denkt sich diese Wörter nur aus, den Schimmel vollständig zu entfernen. Dieter nahm Platz in einem Abteil, wo er seine Ruhe hatte. Er überlegte, was er als erstes sagen könnte, wenn er die 43-jährige Sexbomb, you're my Sexbomb, baby, wanna give it to me, wieder sah. Was wäre denn günstig zu erwähnen? Was wäre überhaupt günstig zum ersten Treffen, den Sadomaso-Koffer mitzunehmen? Okay. Sie hatten sich bis jetzt nur flüchtig kennengelernt und nur die nötigsten Worte gewechselt. Na, immerhin spart man Worte, ne? Zudem war der mysteriöse 43-Jährige unerfahren im Umgang mit Männern, wie er preisgegeben hatte. Dieter überlegte, wie der 43-jährige Mann wohl das Date vorbereitet hatte. Würde es romantisch zugehen? Oder auch nicht? Würde er überhaupt zu Hause sein? Oder hat er irgendwo bin ich in die Pfanne gehauen? Jetzt war es zu spät. Der Zug kam langsam zum Stehen. Es war dunkel geworden. Kühl war es auch. Leicht fröstelnd verließ Dieter das Abteil. Er schaute auf seine Karte. Scheiße, was für ein Sackmann. Hat er nicht Google Maps? Ein Smartphone mit Navigation hat er nicht. Okay, hat sich erledigt die Frage. Er besaß lediglich ein altmodisches Nokia. Würde Detlef dafür ihn auslachen? Ja. Er glaubte nicht. Haben wir Ihnen hier eine wahre Geschichte erzählt oder haben wir Sie versucht, hinter das Licht zu erfüllen? Glauben Sie nichts, was Sie nicht sehen können. Jetzt bei Akte X das ungelöst.
Kapitel 6. Er ging die Straße lang. Entlang, lang. Bog links ab, dann rechts, links. Und am Ende stand er vor einem großen, großen, großen Haus. Es war kein Einfamilienhaus. Dieter kannte sich mit Häusertypen nicht so gut aus. Dieses jedenfalls ein Reihenhaus. Nein, ich glaube nicht. Langsam, sehr langsam, langsam näherte sich Dieter dem Haus. Er klingelte. Ring, ring, ring. Niemand öffnete. Dieter wartete 5 Minuten. Er hätte nicht gedacht, dass er so geduldig sein könnte. Jemand musste ihm die Fähigkeit, geduldig zu sein zu können, injiziert haben. Ohne dass er sonst geduldig war, wäre es jetzt umso mehr. Am Ende riss Dieter der Geduldsfaden. Und er unternahm den Versuch, die Hintertür zu finden. Er war garantiert nicht umsonst dahin zu fahren. Nein, er hat ja 2 Euro bezahlt. Er ging durch die Holztor, das, ah, scheiß drauf, Holztor. Irgendwas, das Holz, wo man durchgehen kann. Und schloss es hinter sich. Dieter ging einen gepflasterten Weg zum Garten. Der Garten machte einen grünen und geräumigen Eindruck. Am Ende des Gartens war ein See. Ein Lichtschimmern an diesem machte dies offensichtlich. Dieter näherte sich neugierig dem See. Junge, hoffentlich kann der Typ schwimmen, wenn er reinfällt. Nach und nach erkannte Dieter eine menschliche Silhouette. Oh nein! Es war der 43-jährige geile Mann. Dieter war aufgebracht und aufgeregt zugleich. Hallo, geiler, dicker Mann, sagte er. Hallo, ich habe dich schon erwartet, konterte der alte Mann. Ich warte noch nicht lange auf dich, also kein Grund zur Unruhe, sagte der dicke, geile, ach was auch immer, Mann. War der alte, geile Mann. Vor einer Woche noch rasiert gewesen, stand ihm jetzt ein Vollbart im Gesicht. Oh, Bart! Der Mann und Dieter saßen auf einem Steg. Erst jetzt, Dieter hatte bisher nur Augen für den alten Mann gehabt, sah Dieter, dass auf dem See Kerzen in Form eines Herzensbaums. Haha, wenn sie blass werden, sind sie aus. Kapitel 7. Achtung, Spoiler-Alarm. Dieses Kapitel ist nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet. Denn es wird scheiße, pervers und krank. Heilige Scheiße. Ich meine, ich lese mir den Scheiß auch noch voll durch. Aber heilige Scheiße, das wird jetzt richtig krank, Leute. Ab jetzt sollten alle psychisch Kranken, geistig Gestörten und Menschen mit schnell schockierbarem Geist sofort dieses YouTube-Channel ausmachen. Sofort. Weil jetzt wird's krank und abartig. Aber kommen wir zu Kapitel 7. Es war sehr romantisch. Sie hielten Händchen und unterhielten sich auf dem kleinen Steg. Ich kann mir vorstellen, mich in dich zu verlieben, flüsterte der dicke Mann in Dieters Ohr. Das freut mich. Aber du warst noch gleich, fragte Dieter. Nur so am Rande. Ich bin Detlef die Soest. So, Fitness-Freaks, Dance, Fans, Snans. Nein, er ist natürlich nicht Detlef, die Soße, sonst wäre er nicht dick. Sagte der 43-jährige Detlef. Warum hast du eigentlich diesen Metallkoffer im Schlepptau? Fragte Detlef. Ach, das ist nur mein Poker-Equipment drin. Flunkerte Dieter. Lügen darf man nicht sagen. Dieter sagte dazu, ach so. Die beiden waren schon 2 leichtgläubige Personen. Schade. Ich dachte, du hättest vielleicht Domina-Equipment dabei. Das wollte ich schon immer ausprobieren. Gab der Luft zu. Wollen wir also körperlich Sex haben, obwohl wir uns seelisch nicht ganz so eins sind? Fragte Dieter peinlich berührt. Inzwischen saßen beide satte 40 Minuten auf dem Steg.
Noch schien der Enthaltstoff nicht verbraucht zu sein. Dieter wechselte das Thema. Ich bin übrigens angehender Einzelhandelskaufmann. Besonders der Kontakt zu Menschen an der Kasse macht mich geil und bereitet mir viel Freude. Plötzlich schrie Detlef lautstark. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Gib doch zu, dass du Sadomaso-Equipment gebracht hast. Lüg mich nicht an und nimm mich die Beute nach Tat in den Arsch. Dieter seufzte. Ja, du hast ja so recht. Lass uns in dein Bett gehen. Ich habe lange nicht mehr gut gefickt. Willst du mich wegen meines Bettes ausnutzen oder was? Fauchte Detlef. Nein, nein, nein. Ganz und gar nicht. Ich will nur geilen Sex mit dir haben, sagte Dieter kleinlaut. Kapitel 8. Detlef als Gastgeber loscht die Kerzen aus. Heißt das nicht, loscht die Kerzen aus? Ah, fuck. Wenn ich denjenigen erwische, der dieses Drehbuch schreibt. Löscht du die Kerzen aus? Ist das in der Vergangenheit, oder? Ah, halt doch die Klappe. Ja. Egal. Die Kerzen würde Detlef möglicherweise am Tag danach mit seinem Kescher einsammeln. Die beiden gingen die Treppe hoch zu Detlefs Schlafzimmer. Das Schlafzimmer war größer als das von Dieter. An der Decke hing eine Disco-Kugel. Es erklang irgendein Hardcore-Techno-Song. Jump, Motherfucker, jump! Sie schmissen sich auf die Federn des Bettes und küssten sich in... Dieter knabberte dabei lustvoll auf Detlefs Lippenpiercing herum. Das Bett war kuschelig. Dieter freute sich drin, schlafen zu dürfen. Ja gut, wäre jetzt auch komisch, wenn nicht. Sie drehten sich. Umfassten sich. Grab, grab. Und knutschten wie die Wilden. Dann begann Dieter Detlef von oben nach unten zu massieren. Stopp, hör nicht auf. Er startete an den Schulterblättern. Ging von vom Rücken bis hin zu Detlefs. What? Bis hin zu Detlefs Pushy. Was soll ich? Ich weiß nicht, was Pushy ist, aber ich glaube, die meinen die Arschbacken oder so ein Scheiß. Detlef lag auf dem Rücken. Na, dann hat er aber nicht gerade eine gute Fickposition. Ne? Den Kopf auf dem Kopfkissen ruhen. Dieter machte sich daran, die Hosenknöpfe von seiner Hose aufzuknöpfen. Scheiße, was tust du da? Durch den Hosenstall griff er eisern nach Detlefs bestem Stück. Er rieb eine Weile dran herum und zog ihm die Hose dann. Stopp. Zog ihm die Hose ganz hier runter. Detlef trug eine Benjamin Blümchen. Benjamin, du scheiß Elefant, gib mir mein Joint wieder in die Hand. Dieter mochte Benjamin Blümchen gerne hören, als er noch ein Kind war. Dieter erinnerte sich kurz an Benjamin Blümchen. Benjamin, du schwuler Elefant, hast deine Riesenrüssel in der Hand. Okay. Otto und Carla Kolunda, wer auch immer das war. Das waren noch Zeiten, dachte sich Dieter. Dieter, 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 Dieter. Dann widmete er sich wieder der Ha-Day-Session. Er begrabbelte Detlefs hart gewordener Dick durch den Herrenslip. Okay, ab jetzt sollte man wirklich abschalten, wenn man unter 18 ist. Ich mein's ernst. Schaltet ab, wenn ihr unter 18 seid. Dann zog er die Unterhose auch noch herunter. Okay, jetzt ist es zu spät. Wenn ihr jetzt nicht abgeschaltet habt, seid ihr selber schuld. Währenddessen hatte Detlef bereitwillig seinen Oberkörper ebenfalls entblößt. Moment, Detlef war der Fette. Ach du Scheiße. Dieter begann schleunigst Detlef einen... Oh mein Gott, nein, das kann ich so nicht vorlesen. Einen... Na, scheiß drauf, lesen wir jetzt einfach auf. Wichsen.
Erst langsam, dann immer schneller. Ab und an nahm er auch seinen Mund zur Hilfe. Oh shit, Blowjob. Detlef ließ es sich gut gehen. Wer würde das nicht? Gut, ich stehe zwar nicht auf Männer, aber wer würde das nicht? Allerdings war das ein sehr einseitiges Vorspiel. Ja, nee, Menschen sind dreidimensional, tut mir leid. Also zog sich Dieter auch aus. Und sie positionierten sich in der 69er-Stellung. Sie blauten sich gegenseitig die Schwanz. Erst später ging es... Okay, okay, okay. Stopp. Stopp. Halt, stopp. Erst später ging es in den Arsch. Dieter nahm Detlef von hinten. Leute, ich warne euch, ihr solltet jetzt wirklich aushalten, wenn ihr keine perverse Scheiße hören wollt. Kapitel 9. So, Leute, damit die Leute nicht irgendwann genervt sind, das ist jetzt wirklich die allerletzte Warnung. Verdammte Scheiße. Bitte, schaltet ab, wenn ihr nicht krank im Kopf genug dafür seid. Es wird jetzt richtig pervers. Kapitel 9. Sie bumsten um die Wette. Ah! Ja, gib's mir. Ah, gib's mir, Dieter. Ah, steck ihn tief rein, Detlef. Ah. Sie vögeln, bis das Bett krachte. Natürlich brach das Bett nicht wortwörtlich ein. Ah. Detlef stöhnte wie wild. Ah. 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 Scheiße. Dann erinnert sich Dieter daran, dass er sein Sadomaso-Equipment mitgebracht hatte. Okay. Also zog Detlef seinen Schwanz aus Dieters Arsch. Ich weiß nicht, ob man das so vorlesen darf in YouTube. Detlef fesselte Dieter und knebelte ihn. Dann drängte er Dieter an die Zimmerwand, woran sich Dieter stützte. Derweil hatte Detlef seinen Schwanz wieder in Dieters Arsch gerammt. Detlefs Stirn wurde immer lauter. Ah, 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 ah. Dieters auch. Ah, ah, ah. Schließlich waren sie beim Höhepunkt. Ja! Und Detlef spritzte in Dieters Arschloch. Alter, das ist echt eklig. Nach erfolgreicher Arbeit schmissen sich beide rücklings auf das Bett. Das Geficke hatte die Beine schläfrig gemacht. Da lagen sie also. Nackt. Dieter kuschelte sich an Detlefs Schwabbelbauch. Sie schauten sich in die Augen und stupsten aneinander mit den Nasen. Sag mal, das sind doch keine Tiere. Okay, Dieter strich mit seiner linken Hand, also das ist nicht die Führerhand, ihr versteht schon, der linke, über Detlefs schöne Schwabbeltitten. Bis 0 Uhr waren beide seelenruhig eingenickt und träumten von Elefanten. Was ist das denn? Am nächsten Morgen wachte Dieter früh auf. Neben ihm auf dem Schlafplatz Detlef, die Soße, lag ein Tablett mit einer großen Auswahl an Essen. Dieter war überglücklich. Dieses Gefühl, umsorgt zu werden, hatte er noch nie so gespürt wie in dem Moment. Außer gestern Nacht, als er seinen Schwanz in dem Arsch hatte. Es war einzigartig. Es war allerdings schon wieder Sonntag. Dieter hatte mal wieder die Berufsschule verpennt. Was soll's? Ich wurde in den Arsch gefegt, dachte sich Dieter. Er war mit seinen Gedanken ganz woanders. Yep, kann ich mir vorstellen. Dieter frühstückte alleine. Detlef saß indessen in der Küche und las die beschissene Tageszeitung. Sollte Dieter Detlef den ganzen Sonntag noch weiter belästigen? Immerhin hatten sie wilden Sex gehabt. Detlef dürfte also nichts dagegen haben, wenn Dieter noch etwas bliebe. Dieter fasste den Entschluss, ja, er fasste auch noch andere Sachen an, ne? Zu warten, bis er rausgeschmissen würde. Nach dem Essen entschieden sich beide für einen gemütlichen Sonntagsspaziergang.
Die ist an der Schirmsahn ziemlich stark. Tony Stark. Sollte ein schöner Tag werden. Kapitel 10. Na, eigentlich ein normales Kapitel, halbwegs eigentlich wieder. Die Vögel zwitscherten. Und eine leichte, angenehme Brise. Brise! Fegte draußen durch die Bäume. Die Armbäume werden geschlagen. In angemessenen Schale geworfen, verließen Dieter und Detlef, die Soest, das Haus. Detlef, Stavis, schien einen Plan zu haben, wo der Spaziergang entlang führen sollte. Sie spazierten an einem See entlang. Ab und zu kamen ihnen, Frauen, das ist schon eher mein Ding, in Sportbars. Oh, wisst ihr, was passiert, wenn die einem entgegenjoggen? Check that titties, check that titties, check that titties. Das kümmerte sie wenig. Naja, sie sind ja auch gay. Ja, ich mein's ja ernst jetzt. Das Wasser des Sees leuchtete durch die Sonnenstrahlung blau-grün wie die Karibik. Alter! Ernsthaft! Sie spazierten Hand in Hand und unterhielten sich. Detlef, die Soest, erzählte, er studiere gerade Mathematik und Sportwissenschaft. Dance, Fans! Auf Lehramt, was auch immer das ist. Dabei war Detlef nicht zu vergessen. Na, wie soll man das bitte vergessen? Schon 43 Jahre alt. Die Jahre zuvor hatte er Arbeitslosengeld 3 bezogen. Detlef verriet auch, dass er mit Frauen bislang stets schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Tja, dann ist es ja vielleicht nicht so schlimm, wenn du schwul bist. Also stand im Schwulwerden nichts mehr im Weg. Plötzlich! Okay. Plötzlich fiel eine weiße, zähe Flüssigkeit vom Himmel herab auf Dieters Schulter. Dieter freute sich darüber. Zufällig wollte er schon immer mal wissen, wie es ist, von einem Vogel angeschissen zu werden. Heilige Scheiße! Ach du kranke Scheiße. Dieter teilte mit, er bedauere es. Detlef! Noch kein Kompliment gemacht zu haben, obwohl er ihn doch sehr und sein Schwabbel-Schwabbel-Wabbel liebte. Dies holte er jetzt nach. Detlef, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du geil und wunderschön bist und ich deine Schwabbelwampe echt geil finde und sie ist so kuschelig? Sagte Dieter. Detlef, die Soest, fühlte sich geschmeichelt. Der Sonntag verging rasend schnell. Wie das nun mal so ist, wenn man sich amüsiert, was auch immer das ist. Es war 18 Uhr, oh shit, das ist jetzt aber schon echt spät, also für sonntags. Dieters S-Bahn nach Hause startete bald. Dieter packte seine Scheißsachen. Die letzte Nacht sollte kein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stand werden. Ah, scheiß auf, kein One-Night-Stand gewesen sein. Oder vielleicht doch. Wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Die beiden vereinbarten ein erneutes Treffen am kommenden Wochenende. Kacke! Dieter lag in seinem Bett. Das war Sonntagabend. Montag sollte er arbeiten. Was für ein Scheiß. Das war jetzt Dieters zweite Nacht. Wieder in seinem Bett nach der Schimmelentfernung. Entfernung von Schimmel. Jetzt mit Silbang Schimmelentfernung. Dieter fiel auf, dass er schon lange nicht mehr zum Fitness... Ah, was das für Deutsch heißt, zum Fitness war. Früher war er jeden zweiten Tag beim Fitnessstudio, um Proteinriegel zu fressen. Seines Vertrauens gewesen. Dieter sprang voller Elan nochmal aus seinem Bett. Es war schon heiliger Scheiße, es war schon 20 Uhr und er fuhr mit seinem beschissenen Fiat Panda. Das ist kein Auto für spoilische Menschen. Mit seinem beschissenen Fiat Panda zum Fitnessstudio Tarek. Das Fitnessstudio wurde von Kanaken Tarek gegründet. Allah, Allah! Nachdem es benannt wurde. Es war äußerst praktisch. Denn Tarek war neben Fitnesstrainer auch noch ein Geschäftsmann. Ach, Scheißdreck.
Dieter bezog Ware wie Parfüms und Handys ständig von Tarek. Und er glaubt wirklich, dass die nicht illegal. Okay, ach, scheiß drauf. Kapitel 11. Dieter war bei Tarek angekommen und fraß erstmal einen Döner und betrat das Studio. Er kleidete sich rasch um und machte sich auf dem Laufband 10 Minuten warm. Nur 10 Minuten, was für ein Lauch. Cardio nennt man das auch. Dieter verließ das Laufband und ging rüber zum Bankdrücken. Warum sollte man eine Bank drücken? Was hat die Bank eingetan? Das war seine Lieblingsdisziplin. Denn in der Brust hatte Dieter am meisten Kraft. I got the power! Das Ziehen im Muskel war auch lange nicht seltsend wie in den Bauchmuskeln. Ja, Herrgott, wenn, dann schon musst du alles trainieren. Das kann man wirklich nicht vergleichen. Muss ich als Geschichtenerzähler einschieben? Nein. Ich bin hier der Geschichtenerzähler. Herrgott, nochmal. Dieter beendete das Training kurzfristig wegen einem Muskelfaserriss in seinem kleinen Finger. Scheiße, Spaß. Er hatte vergessen, die Hände daheim auszustellen. Da, da, da. Dieter düste nach Hause und aß sein Essen. Er aß. Okay, warte kurz. Er aß genau das, was dein Lieblingsessen ist. Herrgott, wieso? Bloß dreimal verbrannter. Ich kannte auch mal einen Typen, der hat auch irgendwie anscheinend alles Verbrannte gegessen. Der hieß Andreas. Herrgott, da hat man das Essen noch im Zimmer gerochen. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Er putzte sich die Zähne. Dolomit extra für Zahnfleischentzündung. Ah. Machte noch schnell den Abwasch. Hat der keine beschissene Spülmaschine? Und ging dann in die Haia. Es war Montag 6 Uhr in der Früh, als Dieters Wecker nervtötend losbrüllte. Dieter starrte an die Decke. An der Decke flog sein Wecker. Okay, crazy shit, der Wecker kann fliegen. Dieter hatte einen Wecker, der beim Klingeln mit einem kleinen Propeller an die Decke flog. Es führte nicht daran herum, aufzustehen, um den Wecker von der Decke herunterzuholen und zu vernichten. Naja, wir wissen, dass Dieter auch andere Sachen herunterholt. Zum Beispiel Detlefs Penis. Er hüpfte zweimal auf seiner Matratze und sprang mit einem Bums gegen den fliegenden Wecker, den er auf die Decke zerdrückte und zerfetzte. Hm, volle Rappel muss der zur Arbeit. Ja, scheiße war's, ne? Dieter zog an einem Bensel, das ein Eimer Wasser über sein Bett auslöste. Endlich war Dieter hellwach und feucht. Dieter nahm ein Schaumbad und zog sich an. Oh. Dieter war ein Idiot. Oh mein Gott, warum macht er es dann? Würde sein nasses Bett womöglich nicht anfangen zu schimmeln? Wenn er sich nicht sofort darum kümmert, dann mach doch kein Eimer Wasser drüber. Mach mal, wie geistig behindert bist du eigentlich? Ah! Er hatte keine Zeit für sein Bett. Er musste arbeiten. Ja, soll er sich halt Neues kaufen, Alter, ne? Kapitel 12. Er schnappte sich seinen Fiat Panda. Mann, der muss echt sportliche Arme haben. Und tuckerte zu seinem Einzel. Eines Tages würde er den Laden leiten und alle voran unterjochen. Dieter betrat den Laden und widmete sich seiner Scheißarbeit. An der Leergutentnahme musste er Flaschen sortieren. Ja, wenn man halt eine Flasche ist, hat man nichts anderes zu tun, ne? Bis zum Mittag währte diese Arbeit. Am Nachmittag dürfte Dieter für einige Stunden an die Kasse. Piep, 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 piep. Hallo, das macht jetzt 12,55 €. Möchten Sie bargeldmäßig zahlen oder mit Karte? Ich würde gerne mit Karte zahlen.
Die Arbeit an der Kasse war anspruchsvoller, als man es sich als Normalsterblicher vorstellt. Oh shit, Dieter ist unsterblich! Für jede Gemüsesorte. Sie könnten sich auch Gemüse in den Arsch reinschieben. Musste Dieter eine Zahl im Kopf haben, um die Gemüse schneller eintippen zu können. Diese hatten nämlich keinen Barcode. Scheiße. Ab und zu hatte Dieter ein paar spannende Unterhaltungen. Einmal wollte ihn sogar ein Kunde provozieren oder vielleicht auch produzieren. Am liebsten hätte Dieter ihn in die Fresse geboxt. Aber so ein gewalttätiger Mensch war er dann doch nicht. Der liebe Herr Spastkunde war halt auch ein Stammkunde und er kannte Dieter sehr, sehr gut. Der Kunde sagte unverschämt: Herr Paulsen, haben Sie zugenommen? Sie hinterlassen heute so einen schwabbeligen Eindruck. Was ist passiert? Das war die Höhe Dieters Arbeitstages. Ja. Doch es konnte schon angehen. War Dieter schließlich tagelang nicht zum Fitness gewesen. Er hatte derweil mehr gegessen als gewöhnlich. Ha, du fetter Sack. Dieter dachte nicht daran, sich zu verunsichern. Mit seinem Körper war er sich alles in Ordnung. Und HIV positiv hatte er garantiert nicht. Oder auch nicht. Woher will er wissen, ob er das nicht übertragen bekommen hat beim ersten Mal mit Detlef? Woher weiß er, dass Detlef kein AIDS hat? Weiß er es? Nein. Bestimmt hat er jetzt auch AIDS. Ach, scheiß drauf. Dieter machte die Kasse zu Ende und rechnete es am Ende des Tages mit seinen Endgegnern ab. Er fuhr nach Hause. Vrum, 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 vrum. In seiner Wohnung legte er sich schlafen. Er war todmüde. Warst du jetzt tot oder müde? Die Woche verging wie im Flug. Hier ist Ihr Captain auf dem Flug von Wohnzimmer nach Bett. Die Flughöhe beträgt 2 Meter über dem Boden. Die Flugtemperatur ist 20 Grad Zimmertemperatur. Die Flugzeit beträgt 5 Minuten. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Er war zwar den 2. Tag im Fitnessstudio oder so, wog allerdings am Ende der Woche fast doppelt so viel wie am Anfang. Dieter machte sich Sorgen. Er schwänzte das ganze Wochenende Schule und ging sonntags lieber zum Arzt. Der Arzt diagnostizierte: Oh shit, Dieter sei tatsächlich bloß fetter geworden. Dieter überlegte: Oh shit, er müsste mal wieder ordentlich die Toilette vollscheißen. Er war offenbar in letzter Zeit selten aufs Klo kacken gegangen. Mensch, Dieter. Kapitel 13. Er war sonntags um 18 Uhr zu Hause. Genauer gesagt um 18.01 Uhr. Das tut aber auch nichts zur Sache. Spoiler-Alarm, jetzt wird's eklig. Sehr eklig. Richtig scheiße eklig. Er suchte sein Klo auf und ließ die Schorls herunter. Er saß auf dem Klo, er beobachtete seinen Bauch und bemerkte, dass sich darin was bewegte. Scheiße, Predator, Aliens, scheiße, nein! Und verbreitet presste sich etwas durch Dieters engen Arsch in die Kloschüssel. Dieter spürte den damit verbundenen Schleim und Schmerz, der von seinem Arsch nach unten hing. Sein Anus mochte jetzt größer sein als ein Handball. Viel größer. Okay. Er roch Blut. Er nahm Klopapier zu Hilfe. Er schrie. Er heulte. Es war unbeschreiblich seltsam. Seltsam ist noch untertrieben. Er hörte ein helles Hundefiepen. Wuff. Er steckte seinen Kopf zwischen seine Beine. Mann, ist der Typ gelenkig. Und er blickte ein Hundewelpen. Es war offenbar ein brauner Dackel. Wer möchte bitte ein Dackel? Der Dackel sah aus wie ein Nacktmoll. Dieter drehte völlig durch.
hatte er gerade durch seinen Arsch ein Hund zur Welt gebracht. Anstatt so groß zu überlegen, wie das passiert sein konnte, dachte Dieter fortschrittlich, wohin mit dem Kackköter? Er hatte keine Erfahrung mit Hunden. Die Zeit verging. Dieter hielt den kleinen süßen Scheißdackel aus der Toilette und badete ihn. Der Dackel war recht dürr. Wie sonst auch hätte er durch Dieters Arschritze gepasst. Dieter stellte dem Dackelbaby etwas Wasser zur Verfügung und etwas Hackfleisch. Hunde waren Hackfleischfresser, Hackfleischfresser, Fleischfresser. Das wusste Dieter. Seit seinem Hauptschulabschluss. Das Baby fraß alles ratzfratz auf. Ist natürlich ein Pokémon ratzfratz. Ja, jetzt ernsthaft. Dann kuschelte sich Dieter mit dem Baby in sein Bett. Das Baby bekam die Fernsehbedienung als Schnuller in die Fresse und nickte ruhig ein. Die Nacht blieb ruhig, die Nacht blieb trocken. Am nächsten Morgen ging Dieter das Dackeljunge über die Toilette und ließ es in diese Pipi und AA fallen. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Kapitel 14. Es war Montag. Dieter ließ wie schon fast üblich die Arbeit ausfallen und kümmerte sich fürsorglich lieber um das Dackeljunge. Wuff! Wuff! Dieter rieb sich die Nase. Ich hab eine Idee! Gedankenblitz. Dieter hängte sich an seinen Computer. Er googelte Dackelbaby Grossin. Plötzlich hatte er Sylvania Verbo und kein Bock mehr auf Google. Junge, was ist das denn jetzt für eine ausländische Scheiße? Dieter hatte einen raffinierten Plan ausgeklügelt. Er hat sich vorgenommen, aus dem Dackel ein Versuchsobjekt zu machen. Hallo, Tierversuche sind illegal in Deutschland. Der Plan war es, den Dackel als Mensch groß zu ziehen. Er wollte den Dackel also einkleiden, ohne dass es jemand bemerken würde. Uff. Blöd. Findet das noch immer strange? Später dann in eine Schule einschulen. Oh, sorry, ich habe etwas gesprochen. Er wollte den Dackel also zunächst in den Kindergarten abgeben, später dann in die Schule einschulen. Würde der Dackel menschliche Sprache sprechen lernen? Nein, das ist nur ein. Würde der Dackel perfekt auf zwei Beinen laufen? Nein, verdammt nochmal, es ist ein Hund. Gehört, Dieter war stolz auf seinen Plan. So ein Idiot. Montag strickte, nähte und häkelte er und was man nicht sonst alles noch mit Klamotten machen kann. Dieters T-Shirts, Unterwäsche und mehr für das Dackeljunge. Der Hund dürfte unter all den Leuten im Kindergarten nicht auffallen. Er wollte, dass aus seinem Hund ein selbstständiges, wohlhabendes Etwas werden sollte. Okay, das ist sehr strange. Er hatte schon genaue Zukunftspläne. Letztendlich sollte Dieters Köter Humanmedizin. Warum? Danach sollte er 2 Professuren ablegen und es der Menschheit mal so richtig besorgen. Physikalisch wäre das ein gewaltiger Durchbruch. Schließlich haben Hunde weniger Gehirnvolumen als Menschen. Oh. Aber im Endeffekt sind wir. Wir alle wissen ja, die Anzahl der Synapsen das Entscheidende. Am Ende würde Dieter den Hund als Hund entlarven und zeigen, wie er stands. Hol die Menschheit wahr, die eh nur noch Augen für sich selbst hatte. Und zweitens wollte er der Menschheit zeigen, dass wie selbstbezogen sie doch war. So selbstbezogen, dass ihn nicht einmal ein Hund auffiel, der als Mensch geteilt durchs Leben ging. Kapitel 15.
Kapitel 15, Kapitel 15! Es würde ein Skandal werden. Skandal im Sperrbezirk! Wenn der vertraute Arzt sich als Hund, als brauner Dackel, entpuppte. Dieter feierte seine Einfälle. Konnte er das wirklich durchbringen? Nein. Dieter nähte das letzte Kleidungsstück zu Ende. Passende Klamotten für die ersten Kinderjahre hatte er dem Dackel fertig gestrickt. Dieter hatte die ganze Nacht durchgearbeitet. Dieter kam in den Sinn. Ups. Ups. Der kleine Hund hätte noch gar keinen. Gucci, Gucci, wie heißt er denn? Dieter war schockiert. Schockiert. Der Hund dürfte keinen typischen Hundenamen bekommen, wenn er doch als Mensch getarnt ins Leben geschickt werden sollte. Was wäre mit Michael? Oder Fritz? Nein, das wären Namen von Idioten. Wie wäre es mit Gottfried? Oder Ludwig? Berühmte Intellektuelle. Schon so gehießen. Oder wie wäre es mit Robert? Wäre das nicht der ideale Name für einen Hund, der später ein strikt Numerus Clausus beschränktes Fach studieren sollte? Oh, das hat irgendein so beschissener Student geschrieben. Ah, ich wette mit euch. Ab sofort hieß der kleine Dackel Gottfried. Herrgott, was für ein beschissener Name. Ich muss kotzen. Dabei hatte dieser Absolut nichts mit Gott zu tun. Es war nicht durch natürliche Schöpfung entstanden. Achtung, Spoiler. Jetzt kommt Gotteslästerung. Alle Christen jetzt bitte abschalten. Es sei denn, die Arschgeburt wäre ein Zeichen Gottes gewesen. Der Dackel also ein Prophet im Auftrag des Herrn. Oh Herr, erbarme dich unser. Fuck no. Schwachsinn. Die Geburt war lediglich ein Ergebnis der chaotischen Natur, das Detlef die Soest etwas damit zu tun haben sollte Dieter später noch erfahren. Oh, scheiße! Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu viel verraten. Doch, du hast die ganze Geschichte kaputt gemacht, Alter. Ich glaub's ja nicht. Kapitel 16! Ich glaube aber nicht. Ja. Ich glaube, du kannst nicht glauben. Aber egal, ich meine, es ist deine Geschichte. Herr Schreiber, Dingsbums, wer auch immer die geschrieben hat. Spaß, wir wissen ja, wer sie geschrieben hat. Ich habe es ja am Anfang gesagt. Dieter hatte Gottfried nun fertig eingekleidet. Der Kleine war jetzt gerade mal 9 Stunden alt. Wie alt würde der Kleine wohl werden? Als Hund, das wusste Dieter, würde der kleine Gottfried nicht mal sein Ende des Medizinstudiums mehr miterleben. Oh, das ist so traurig. Das will ich nicht vorlesen. Die Story ist so sad. Allerdings war nicht auszuschließen, dass die menschliche Erziehung des Hundes sich auf den Alterungsprozess auswirken würde. Oh, shit. Als Mensch konnte er uns schließlich besser medizinische Sprüche annehmen als. Entschuldigung, Platte ist hängen geblieben. Als Hund. Dieter überlegte, was er noch nicht bedacht hatte. Dieter begann dem Hund Techno und expressionistische Musik, die in Techno gemixt wurde, vorzuspielen. Was auch immer expressionistische Musik ist, das klingt schon so. Er hatte eine alte, verstaubte Schallplatte von einem Album von Arnold Schwarzenegger und David Hasselhoff im Regal gefunden. Weil ich nicht weiß, wer Arnold Schönberg ist. Also sagen wir einfach Arnold Schwarzenegger und David Hasselhoff. Schon im Kindesalter sollte Gottfried Koks genießen. Nein, Bildung genießen. So war es. Und so wird das immer sein.
Dieter dachte gar nicht mehr daran, seine Ausbildung weiter nachzugehen. Er verstand. Aha. Das ist ein professioneller Forscher mit einem die Menschheit revolutionierenden Experiment. Oh mein Gott! Dieter fühlte sich noch mächtiger und stolzer als ohnehin schon. Psychopath. Es war Montag 9 Uhr morgens. Dieter machte sich ein Müsli zum Frühstück. Wie kann man nur Müsli zum Frühstück essen? Da das Dackeljung ist, entschuldige Gottfried. Gott, dieser Name, Alter. Meine ich natürlich, sich ans Dasein als Mensch gewöhnt hatte, bekommt auch Gottfried ein leckeres Müsli. Dieter machte Yam, Yam. Yam, 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 Yam. Er wollte Gottfried das Müsli schmackhaft machen. Gottfried begann mit seiner langen Hunde zumindest die Milch rauszuschlabbern. Zwangsläufig musste Dieter den Rest Müsli die Toilette runterspülen. Oh. Dieter rief Detlef an. Tut. Ja, Detlef? Ja, ich bin's, Dieter. Jener steckte zurzeit in einer Vorlesung in seinem Mathematikstudium. Detlefs Handy klingelte. Hallo, hier Detlef. Dich suchst am Apparat. Ja, hallo, Detlef. Könntest du mir den Gefallen tun und dein Mathematikstudium erbrechen? Ich brauche jemanden, der mein Neugeborenes großzieht. Ich bin jetzt schon überfordert. Sagte Dieter. Aber natürlich, Dieter, das mache ich doch gerne. Das Studium war sowieso viel zu kompliziert und ich war zu fett für die Studiumssätze. Dieter erzählte Detlef, die Soest, dass er mitten zwischen seinen Kommilitonen im Hörsaal saß, was geschehen war. Kapitel 17. Detlef erzählte, er habe eine seltene Infektionskrankheit. Sein Sperma. Heilige Scheiße, ich glaube, jetzt wird's wieder eklig. Welches sich mir bis in Dieters Magen beim Blowjob katapultiert hatte, eine Mutation zur Folge gehabt habe. Zwar wäre dieses Phänomen äußerst rar, aber so etwas soll es geben. Heilige Scheiße. Detlef, die Soest, war verblüfft. Doch was nützt es, der Vergangenheit nachzuhängen? Das dachten sich auch die beiden, Dieter und Detlef. Detlef war zunächst skeptisch, als Dieter von seinem skurrilen Plan erzählte. Doch mehr und mehr, noch mehr, konnte Detlef überzeugt werden. Die beiden hatten ein sehr spannendes Projekt vor sich. Gottfried! Wie geil! Gottfried begann während des Telefonats typisch und den Teppich auf das. Lecker Teppich, njam, njam, njam. Mittlerweile wuchsen auch schon ein paar Haare. Nicht zu vergessen, er war ja ohne Haare auf die Welt gekommen. Dieter klemmte das Telefon zwischen den Schultern. Oh. Dann steckte Gottfried schnell wieder die Fernbedienung ins Maul. Auf so einem robusten Gegenstand konnte sich Gottfried ruhig abreagieren. Nebenbei guckte Dieter Evers nie in die braune Röhre. Okay. Ich glaube, der, der das geschrieben hat, ist irgendwie ein Ausländer oder so ein Scheiße. Also den Fernseher. Dieter und Detlef hatten alles zu Ende besprochen, also legte Detlef auf. Zumindest die Vorlesung wollte er noch zu Ende hören. Kacke! Detlef wollte Dieter am Dienstag besuchen. Montag umsorgte Dieter den kleinen Gottfried. Ob sein Spitzname aber Gott werden würde, das war zwar ziemlich strange. Dieter machte sich einen Früchtetee. Mann, was stimmt mit dem Typen nicht? Und stellte Gottfried eine Schüssel Milch auf den Küchenboden.
Er stellte die Mistschüssel dahin, wo einst die Eier aufgekommen waren, die er in seiner Hose gesucht hat. Aber eigentlich spielt das für den. Eigentlich spielt das für den weiteren Handlungsverlauf keine Rolle, wo die Schüssel genau stand. Stand, Ständer, Ständer, apropos Ständer, hahaha. Gottfried trank die Milch leer und musste pupsen. Ah, dieser dreckige Hund. Ah, das war so süß! Fand Dieter. Dieter wechselte Gottfrieds Windeln. Natürlich drückt dieser unter den selbstgemachten Klamotten eine Windeln und wies nun einen braun-gelben Furzfleck aus. Dieter aß die... Ich will das nicht lesen, Alter. Dieter aß die Windel im Windeseile. Oh Gott. Sie ohne Butter. Oh Gott. Das ist ja noch schlimmer als diese perversen, kranken japanischen Game-Shows. Boah, um Kalorien zu sparen, aß er sie immer nur mit Nutella. Das klingt abstrus. Ist das auch. Ich geh kurz kotzen. Moment, ich muss kurz kotzen. Ist ja eklig, eine Windel mit Nutella. Dieter, Detlef und Gottfried waren keine normalen Lebewesen. Okay. Sie waren nicht das, was man Mainstream nennt. Die drei waren anders. Oh mein Gott, sie sind behindert. Von Gottfried sollte etwas ganz Besonderes werden. Scheiße, nein, Alter. Was nun? Dieter hatte die Windel in 5 Bissen geschluckt. Eklig. Werdet ihr jetzt denken, na, das ist eklig. Es war in der Tat eklig mit anzusehen. Ich persönlich frage mich, wie er es geschafft hatte, sich nicht zu übergeben. Ich war nicht übergeben, man hat es gehört. Aber warum hat er das getan? Um sein Selbstbewusstsein zu pushen? Oh yeah, ich habe eine scheißgeschissene Windel gegessen. Mach mir das mal nach. Vergesst mir die Sache mit der Windel. Das kann man nicht vergessen. Oh, ich bin für immer traumatisiert. Dieter dachte nach. Oder vielleicht dachte er auch vor. Für den Kindergarten brauchte Gottfried schon mal gar nicht sprechen lernen. Vielleicht aber für das kommende Gespräch mit dem Schuldirektor in der Grundschule. Praktisch wäre es ja, wenn Gottfried mit den restlichen Kindergartenkindern zusammen die menschliche Sprache, in diesem Fall Deutsch, lernen würde. Noch war Gottfried aber selbst jung für den Kindergarten. Kapitel 18! Gottfried musste die ersten Jahre noch in Dieters Eigentumswohnung herein. Der Montag verstrich und der Dienstag hätte ein. Und damit auch Detlef. Detlef, die Soße ging ganz stumm. Ding dong, 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 ding dong. Ja, bitte schon unterwegs, ihr behinderten Spaß. Er konnte es gar nicht abwarten, Dieter wiederzusehen. Ha, gay! So ist das nun mal, wenn sich zwei wirklich lieben. Detlef stimmte die Treppe hoch und ahmte Dienst der Keuchen. Detlef war aus der Brust. Sie knuschen aneinander. Sie lecken und schlecken. Scheiße. Währenddessen hatte sich der kleine Gottfried durch die Wohnungstür gemogelt und eine Etage die Treppe hinuntergelaufen. Scheißdreck. So ein Bastard war der Gottfried. Wie sollte er nur werden, wenn er im Kindergarten kam? Würde er frech den anderen Kindern die Spielsachen abrappen? Yeah! Gottfried sollte Manieren lernen. Dieter zog Gottfried am Schwanz die Treppe.
Sünde, dass Gottfried für seine Neugier bestraft wurde. Aber Dieter wusste es eben nicht besser, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er vergib ihnen nicht. Hey, guck mal, das S hier sieht aus wie ein Dollarzeichen, wenn ich die Mauszeiger drüber stecke. Schließlich hatte er vorher noch nie Kinder oder Hunde gehabt. Ja, er ist ja auch schwul, das ist irgendwie, ja. Die drei. Und Kinder und Hunde sind nicht das gleiche, aber sind beide neugierig. Ja. Hat der Typ gesagt, der diese gestörte Geschichte geschrieben hat. Die drei setzten sich an diesem herrlichen Dienstagnachmittag um den Wohnzimmertisch. Dieter hatte auch ein eigenes Wohnzimmer. Dieses war sehr gemütlich eingerichtet. Es gab Säcke, Sessel und eine Couch. Und Sitzsäcke. Ich weiß, ich habe es mit Absicht weggelassen. Oh, warte, warte. Und ein Freischwinger, das Bauhaus... Was? Das Bauhauskünstler Marcel Davis, 101. Hallo! Ein moderner Deckenleuchte schafft hier eine warme Lichtstimmung und das WLAN-Modem von 101 funktioniert immer wieder nicht. Hätten Dieter und Detlef den Hund nicht geheim halten wollen, zumindest in den Anfängen, dann hätten sie in den Park gehen können. Denn es war ja Sommer! Ihr Missgeborenen. Ich werde nicht... Ich wollte nur zwischen rein, ich werde nicht mal bezahlt dafür, dass ich diesen Scheiß lese. Dieter und Detlef tranken Früchtetee. Wir müssen die Einnahmen erstmal wieder einspielen. Gottfried leckte sich an seinen Früchten. Gottfried leckte sich an seinen Früchten. Ja, das heißt im Klartext, er hat sich seine Hundeklöten geleckt. Aber das tun männliche Hunde anscheinend. Detlef und Dieter und Dieter und Detlef schauten sich tief in die Augen. Gottfried begann zu quieken. Wie, wie, wie. Er war eifersüchtig. Ja, Pech, du bist ein Hund. Dieter nahm Gottfried auf den Schoß und gab ihm einen Bitch-Slap. Dieter wuschelte Gottfried durch die nicht vorhandenen Haare auf dessen Kopf. Dann ergibt das gar keinen Sinn. Er achtete stets darauf, den Hund nicht hinter den Ohren zu kraulen. Der liebste Gottfried sollte ja nicht an das Seil eines Hundes gewöhnt werden, sondern eines Menschen. Yeah! Komischerweise, das fiel Detlef auf, hatte Gottfried schon sehr lange Haare bekommen. Etwa 10 Zentimeter waren sie sicher schon lange. Da muss wohl jemand zum Friseur. Gottfried war in der Tat ein Wollknäuel oder ein Fellknäuel oder auch nur ein Knäuel. Irgendwie sowas. Detlef, der bislang verstummt blieb, räusperte sich. Was machen wir denn jetzt? Fragte er hilflos. Ein Psychiater aufsuchen? Er schien mit dem kleinen Gottfried gar nichts anfangen zu können. Ja, Gassi gehen, ne? Ihn als Mensch ins Leben zu schicken, das konnte er sich nicht richtig vorstellen. Er sieht doch aus wie ein brauner Dackel. Würde die geschnittenen Klamotten nicht eine eingeschaltete Tarnung darstellen? Kapitel 19. Oh, das ist ja richtig heftig. Willst du Stress mit mir? Nein, nein. Heilige Scheiße. Das ist gerade der Typ dazu gekommen, der die Geschichte geschrieben hat und spoilert. Oh, aus. Ich bin mit drauf. Ja, so viel Scheiße, egal. Ich distanziere mich von... Er distanziert sich, ja... Nein, er hat geschrieben, aber LaFour ist gerade so. Wie sind die Psychogänge? Dieter intervenierte in Detlef, die Soße, Sorge und Bedenken. Sag mal, Detlef, kann es sein, dass du auch an meinem Plan zweifelst? So, willst du Stress mit mir? Hä? Willst du Brief von mir nur kommen? Nein, 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 stotterte Detlef. Was soll das jetzt, Dieter? Mach mal keine Szene. Oder meint er die Szene? Sagte Detlef mit gehobener Stimme. Oh shit, Dieter rastet aus. Dieter schrie! Es reicht! Halt, stopp! Raus mit dir! Ich hasse dich, du mieses, mieses, mieses Miststück. Danke, dass du mir auch noch nie was von deiner beschissenen AIDS-Krankheit gesagt hast. Ich dachte, du hast kein AIDS. Pah! Abschaum, mehr nicht! Kami, kami, ha! Detlef, wie soll das werden?
Dieter hatte eine gemeine Phase. Was soll's? Detlef waren Dieters Augen eh viel zu fett gewesen. Vor lauter Geilheit war ihm das bloß egal gewesen. Um die Tragik zu... Okay. Zu verstärken wird es jetzt noch perverser. Dieter... Jetzt wird's gestört. Dieter spurtete Detlef hinterher und schubste ihn die Rippen. Allein dabei brach sich Detlef alle Glieder. Und wenn ich sage alle Glieder, meine ich wirklich alle Glieder. Also auch sein Penis, obwohl man sich den nicht brechen kann, theoretisch. Dann trat Detlef alle Zähne aus. Und rammte ihm seinen Regenschirm der Reihe nach den beiden Augen. Detlef rührte sich am Ende kein Stück mehr. Ja, dann ist er wohl tot. Dieter kehrte mit einem geilen Ständer und befriedigt in seine Wohnung zurück, nachdem er auf Detlef abgespritzt hatte noch. Igitt. Dort wartete schon das nächste Unheil. Der kleine Gottfried, Dieters Opfer, lag regungslos auf dem Boden, wo vorher ein Teppich gelegen hat. Gottfried hustete stark. Ja, da hat wohl jemand den Teppich gegessen, ne? Dieter schlug... Komm mal her. Dieter schlug ihn mit geballter Kraft auf den Rücken und befreite den Kleinen von seinem Leid. Gottfried wirkte mit einem Ruck den kompletten Teppich wieder auf. Danach sah er 20 Kilogramm schlanker aus und wieder fit, weil er pumpen war. Um sich mal ein genaues Bild von Gottfried zu machen... zu können. Gottfried war ein durchschnittlicher, großer, geratener Dackel geworden. Seine Haare allerdings waren ungewöhnlich lang. So wie Dieter an dem kleinen Metallspray und Feuerzeug zu bearbeiten. Okay, am Ende war Gottfried ein Glatzenhund. Er sah so peinlich ulkig aus. Dieter setzte sich auf die Freischwinger in seinem Wohnzimmer von Marcel Davis. Gottfried setzte sich auf Marcel Breuer. Davis. Den Teppich. Das brannte in Dieters Augen. Das DSL-Modem. Als Mensch musste Gottfried auch nicht auf einem Sitz sitzen. Dieter erhob sich und Gottfried auf einen Zickzack. Zickzack. Dann sagte Dieter, ich setze mich hin. Und setzte sich wieder auf den Freischwinger. Er glaubte, Gottfried könnte dabei... verstehen, was bedeutet sich hinsetzen. Irgendwas musste er ja anfangen, mit ihm vom menschlichen Dasein zu vermitteln. Dieter erhob sich abermals. Er nahm Gottfried an die Pfoten und zog ihn an beiden Vorderbeinen hoch, so dass er auf zwei Beinen stand. Ghetto! Kapitel 20. Plötzlich musste Dieter schon wieder aufs Klo. Ich glaub's ja nicht. Wie oft musst du denn scheißen gehen, Alter? Naja. Er musste dringend kacken. Er schaffte es nicht mehr rechtzeitig. Also verrichtete er seinen Scheißhaufen einfach in dem Wohnzimmer-Ecke. So krank es auch klingen mag. Und so, nicht anders ist das wirklich passiert. Oh shit, wie primitiv. Dieter wischte sich die Scheiße von seinem Arsch ab. Nicht. Oder auch nicht. Dann widmete er sich wieder Gottfried. Er ließ ihn auf den Hinterbeinen laufen. Unterdessen er die Vorderbeine nach oben hielt. Dieter sagte, ich bin ein Mensch und laufe auf zwei Beinen. Beine. Das sind so Dinger, mit denen kann ich Leuten in die Eier treten. Zum Beispiel Detlef. Oha. Dieter kam in den Sinn, dass er dann noch eine dänische Münze in der Schreibtischschublade hatte. Also holte er eine und befestigte sie an einem Pin voran. Ich glaube, der Typ ist geistig gestört. Dieter nutzte die Bastelei als Pendel. Mit einem Hand buxierte Dieter das Pendel von Gottfrieds Augen. Mit der anderen Hand hielt er Gottfrieds Balance im Laufen. Gottfrieds Pupillen folgten dem Pendel tatsächlich. Dieter sagte wieder, ich bin ein Mensch und laufe auf zwei Beinen. Ich bin ein Mensch und laufe auf zwei Beinen.
Das wiederholte er im Minutentakt für 5 Minuten, also 5 Mal, um genau zu sein. Danach ließ Dieter das Panel fallen und die Hände Gottfried los. Tatsache, Gottfried lief auf 2 Beinen und war high as fuck von dem Hypnose-LSD-Trip. Armer Hund. Die Manipulation durch die Hypnose-LSD-Trip mit dem Panel schien zu funktionieren. Dieter war behindert, verwundert und schockiert zugleich. Es war mehr als ein Wunder. Jesus Christus hat ihm geholfen. Dieter überlegte nicht lange. Er brachte Gottfried die Grundlage des menschlichen Wesens dabei, zum Beispiel Popeln. Er pendelte und diktierte. Ich bin ein Mensch und werde stets egoistisch raffgierig sein. Ich bin ein Mensch und helfe allen niederen Lebewesen. Ich bin ein Mensch und sorge mich nicht um meine Umwelt. Ich bin ein Mensch und bin imstande, mich mit anderen auszutauschen. Oder auch nicht in diesem Fall. Kapitel 21. Wir haben es Gott sei Dank bald geschafft. Gottfried war vollends zum Mensch ausgebildet worden, obwohl er ein Hund ist. Geistig war Gottfried jetzt auf dem Stand eines erwachsenen Menschen gebracht worden. Jetzt war er reif für die Klapse und den Kindergarten. Theoretisch, aber nur theoretisch, wäre Gottfried selbst für das Medizinstudium schon reif ausgebildet. Allerdings fehlte zu einem die für die Bewerbung nötigen Dokumente. Dieter kannte sich zwar im Fälschen von Geld aus. Ach du heilige Scheiße! Was stimmt mit diesem Dieter nicht? Wusste aber nicht, wie man Zeugnisse kopiert. Aua. Zum anderen sollte Gottfried ja auch Individualentwicklung durchmachen. Irgendwie musste er ja auch einen Charakter haben, der Gottfried. Dieter fragt Gottfried. Bist du bereit für den Kindergarten? Yes, I can make America great again, sagte Gottfried in perfekten scheiß amerikanischen Englisch und holte seine Amerika-Flagge raus und seine Knarre. Ein sprechender Hund sieht etwas auch furchtbar witzig aus. Müsst ihr wissen, wie der Mund sich beim Bilden der Vokale formt. Es war einfach komisch. Dieter hatte anscheinend auch Englisch vermittelt, als er Gottfried hypnotisiert hatte und ihm LSD gegeben hatte. Dieter und Gottfried gönnten sich eine beschissene Pizza. Früh merkte Gottfried, dass es nichts Schöneres geben konnte als Pizza. Er würde sich täuschen. Gottfried und Dieter hörten beschissene Stimmen und Schritte und so im Treppenhaus. Was mag das sein? Sagte Gottfried. Dieter überlegte. Ich weiß es auch nicht. Die beiden lauschten. Die Schritte wurden lauter. Dann eine Stimme. Da ist eine Leiche! Ich bin mal gespannt, was die Obduktion dazu sagt. Ein Unfall war es ganz sicher nicht. Sind Sie sicher? Ja. Detective Dick. Ich verstehe nicht. Sondern der Typ heißt Dick, weil er wie ein Penis aussieht. Ja, egal. Moby der Dick. Kerl wurde übelst hingerichtet. Das könnte lebenslänglich geben. Dieter zitterte. Würde er verhaftet werden, muss er in den Knast. Dieter erinnerte sich an ein beschissenes Buch namens Der Prozess aus seiner Schulzeit zurück. Nun würde diesmal eine Person sogar mit Grund verhaftet werden. Dieter überlegte nicht lange. Er schaute Gottfried an und sagte: Du wirst dein Ding schon durchziehen in dieser Hood. Dann verließ Dieter die Wohnung und trippelte die Treppe hinunter. Gottfried lauschte. Ich weiß, ich gestehe alles. Ich habe diesen Kerl umgebracht. Ich habe ihn geschlagen und gebumst und getötet. Er kam blöd. Dann habe ich ihn einfach kalt gemacht. Das mussten die Bullen und die Kripo doch verstehen, oder? Man hört das Aneinanderschlagen von Metall. Handschellen! In 0,x war es um Dieter geschehen. Eigentlich hatte er nichts mehr zu befürchten. Und außerdem, vielleicht würde er in den Knast, von einem kleinen Knasttyp in den Arsch gefickt werden. Immer, da steht er auf Männer. Oder nicht, Herr Autor?
Ich schreibe gerade den Disclaimer einfach. Die Wohnung hätte er seit Ewigkeiten nicht mehr bezahlt und einen Arbeitsvertrag hat er seit Gottfrieds Erscheinen auch gebrochen. Was für ein asozialer Mensch. Was soll da noch schief gehen? Im Knast hatte er immerhin was zu essen, kann sich bücken und muss sich um nichts kümmern. Zum Glück gab es in Dieters Land keine Todesstrafe. Dieter wurde von 6 Männern nach draußen in den Polizeiwagen gebracht. Und wieder verliert unsere Geschichte einen Protagonisten. Schade, Schokolade. Ja, nur weil sie wie scheiße aussieht, ne? Doch warum sollte die Erzählung der braune Hund heißen? Wenn nicht zumindest dieser braune Scheiß-Hauptcharakter, der braune Dackel, der aus Scheiße entstanden ist, am Ende übrig bleiben würde. Gottfried konnte es kaum glauben. Er hatte noch keine Freunde, sonst hätte er eine Hausparty geschmissen. Denn er hatte ja sturmfrei. Sturmfrei, sturmfrei, sturmfrei. Gottfried überlegte nicht lange. Plötzlich war es Freitagabend. Abi-Party in der Ortsdisco. Abi-Party hieß die Disco-Party. Damit Hilfe der Einnahmen die Abiturientenunternehmung einer ansonsten Schule mitfinanziert wurden. Ah ja. Gottfried ging es nur darum, Freunde, neue Freunde zu finden. Gott sei Dank hat ihm sein Vater Dieter, auch ein Partydress gemacht. Ach, scheiß drauf. Gehäkelt, bitte. Ja, ist mir doch egal. Gottfried nahm Dieters Autoschlüssel vom Schlüsselbrett, ging zu seinem Fiat Panda und, ach, scheiße. Da fiel Gottfried auf, dass Dieter ihm gar nicht eingerichtet hatte, wo Autofahren funktioniert. Er kehrte um und ging zu Fuß zur Disco. Es sollte ein abgedrehter Abend werden. Kapitel 22! Gottfried überlegte während seines Ganges, was für Vorzüge das Zu-Fuß-Kind doch hatte. Betrunken dürfte er sowieso nicht Auto fahren, denn er wollte unbedingt nicht Dieter im Knast als Zellennachbarn haben. Dieter sollte denken, dass aus ihm etwas werden würde. Doch zunächst einmal wollte Gottfried Freunde finden. Das in der Disco. Go, 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 go. Disco, go, go. Dann wollte er sich eine Arbeit besorgen. Vielleicht eine heiße Freundin finden, wenigstens der Hund heterosexuell, Alter. Er dachte über Hartz IV nach. Gottfried war gerade alles egal, weil er hatte sich schon einen scheiß Joint gegönnt und war schon stoned as fuck. Er rannte in seinem stoned Zustand die letzten Meter zu dieser Disco. Er wollte unbedingt noch von 0 Uhr eines erhalten, um keinen Eintritt zahlen zu müssen. Juhu, er hat es richtig geschafft. Ja, im ganzen Körper behaart wurde er dementsprechend alt eingestuft und ohne Passkontrolle eingelassen. Bitch, Niggas. In seinen schicken Schuhen tribbelte Gottfried auf die Dancefloor. Überall heiße geile Bitches. Dann sagte sich Gottfried, Gottfried tanzte Moonwalk und Wappang Gangnam Style. Er war der Hingucker schlechthin. Zahlreiche Augen glotzten ihn an. Selbst die Lichter hatten ihn im Fokus. Gottfrieds Disco-Besuch war ein voller Scheißerfolg. Er verwickelte sich in viele Gespräche und lernte viele neue Freunde kennen. Einer der Freunde hieß Benedikt. Den mochte Gottfried besonders gerne. Der Disco-Besuch war dran. Scheiße Kurs. Trotzdem hat Gottfried sein Ziel erreicht. Und zwar alle seine Ziele, die er sich gemacht hat. Er hatte viele neue Nummern und konnte demnächst ein Haus mit dieser Hundeparty speisen. Ja, aber er hat ja keine geile Bitch abgeschleppt. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Es war 3 Uhr morgens. Gottfried lag in Dieters Bett und schnarchte vor sich hin. Am Ende der Nacht wachte Gottfried auf. Der Dackel hatte nicht lange geschlafen. Es war gerade mal 4 Uhr, also eine Stunde später. Dackel Gottfried hatte viel vor, so dass er sich trotzdem frühes Erwachens aus dem Bett fickte. Er musste eine Liste mit eigens auferlegten Aufgaben bestellen. Was war mit der Miete der Scheißwohnung? Wie sollte er die Wohnung finanzieren? Was soll er mit seiner beschissenen Zukunft machen? Auf die Frage und mehr musste er eine Antwort finden oder gefunden werden. Im Kindesalter, wie es im Flug verging, hatte Gottfried aufgeschnappt, dass Dieter
vorgesehen hatte, ihn zuerst in den Kindergarten zu schicken. Doch das Pendel hatte Gottfried schon das geistige Alter eines jungen Erwachsenen gependelt. Dieter war zwar nicht in der Lage gewesen, Abschlusszeugnisse zu fälschen, aber für Gottfried war dieses Vergnügen in keinster Weise ein Problem. Er machte Sitz auf Dieters PC-Stuhl und begann Bildbearbeitungsprogramm Photoshop eben zu multiplizieren, zu rastern und die Maske zu bearbeiten. Das war alles Pipi, Foxy, Foxy, Pipi für Gottfried. Dieses Fälschungsgehen hatte er wohl von Dieter gehabt. Noch schneller ausdrücken. Und schwuppidibubidibubidibub, Gottfried ein Abiturzeugnis im Notendurchschnitt von 0,85, was gar nicht geht, in den Händen. Jetzt war er bereit fürs Leben und die Universität. Er wollte in Göttingen studieren. Ja Gott, wer will das schon? Wo auch schon der berüchtigte Verteidigungsminister Spasti zu Gutenberg diese Missgeburt, der gerade nicht gefälscht oder so, studiert hatte. Ja. So, meine lieben hässlichen Missgeburtenfreunde, Spaß, ich hab euch alle lieb. Wir kommen nun zum Epilog. Gottfried dachte sich, ich werde jetzt zwei Riesenkoffer packen und dann aus dieser Wohnung verschwinden, bevor die Bullen mich dann auch noch erwischen. Dann fliehe ich als blinder Passagier nach Göttingen und verdiene mir als Straße als sprechender Hund einen Haufen Bares für Rares, sodass ich mir eine Wohnung kaufen kann. Dann studiere ich Medizin. Sobald ich irgendwann als Arzt eingestellt werde, wird Dieter sicherlich die Haftstrafe abgesessen haben. Gut. Dieter wird so stolz auf mich sein. Ich werde mich für die gleichen Berichtigungen von Hund und Mensch stark machen. Gottfried fertigte seinen Plan, Schlachtplan, mit Bleistift auf Papier an. Dann nickte er erstmal wieder ein. Ich wollte nur sagen, diese Geschichte wurde von einem extrem gestörten Individuum geschrieben, aber es ist okay. Also es gibt bestimmt Kranke, aber das ist schon... Ja. Also, liebe Leute, ich hoffe, euch hat die Geschichte über Scheiße gefallen und ihr habt sie genossen.